So, willkommen zurück bei einer weiteren Runde Terraria. Ja, ich habe zwar eben noch gesagt, dass wir uns gleich mit dem Thema Kisten auseinandersetzen, aber muss gestehen, dass mich jetzt was anderes gerade noch gereizt hat. Und zwar ist es in dem Fall ein Item, was ich haben möchte, und zwar Bundle of Balloons. Das Bundle of Balloons möchte ich haben. Und dafür brauche ich ja, zwei rote Ballons brauche ich dafür noch. Sowie ein weiteres Item, was ich jetzt aber gerade nicht habe. Ja, und deswegen habe ich mir kurzerhand, wie ihr seht, hier eine kleine zusätzliche Welt erschaffen. Was ist denn das hier Schönes? Aha. Oho. Was haben die hier so fallen lassen? Oh, gar nichts, das ist aber schön. Ja, und in dieser Welt habe ich natürlich schon bei Terra Map jetzt geguckt. Ich möchte ja nicht wie ein Besenkter jetzt hier anfangen rumzusuchen. Habe ich bei Terra Map geguckt. Es gibt hier wunderbarerweise ein Frosch. Aha. Gibt es hier besagtes Item, besagte Balance? Und deswegen werde ich mir diesen mal kurz holen. Also einen Ballon gibt es hier. Das ist auch vollkommen okay, dass es einen Ballon gibt. Ja, den werde ich mir jetzt holen. Also hoffe ich, sagen wir es mal so. Und das war es dann in dieser Welt hier auch schon. Also ich habe die Welt quasi nur erschaffen, um mir diesen einen Ballon zu holen. Das ist auch so eine normale Herangehensweise. Man hat, also nicht jedes Item existiert in der eigenen Welt, das ist klar, ne? Das heißt, man muss halt wirklich gucken, wie kommt man an die anderen Items, und mit Abstand das Sinnvollste ist halt, sich einfach weitere Welten zu erschaffen, die dann halt nur für bestimmte Sachen da sind, ja? In meinem Fall jetzt diese Welt hier zum Beispiel erschaffe ich mir. Die ist halt nur dafür da, mir kurz dieses besagte Item zu holen. Oh, ein Glück. Und danach werde ich diese Map hier auch wieder löschen. Natürlich erst, wenn ich die Harpyie hier getötet habe. Okay, doch nicht. Oh, okay, die Sprunghöhe hier ist echt ein bisschen verrückt. Gut, ich gehe hier erstmal rein. Guck erstmal, so der rote Ballon, den ich ja auch brauche, der ist natürlich hier, klar. Wie gesagt, ich habe das ja schon nachgeguckt. War also sicher, dass der Ballon hier auch ist. Nehme die Kiste mit, das ist super, die Kiste möchte ich gerne haben. Was ist das hier? World Banner. Aha, okay, nee. Nee. World Banner brauche ich doch nicht. Die Tür nehme ich noch mit, weil die ganz cool ist. Ich finde, sie sieht ganz stylisch aus. Ohne Feder. Nehme ich natürlich auch gerne. Boah. Die Sprunghöhe ist so bestialisch hier. Oh. Geil. Ach so, das kann man. Ah, dafür gibt es einen Erfolg. Geil. Okay, cool. Also hier oben ist auch das Ende der Map, das heißt, naja, logischerweise, da komme ich nicht weiter. Und dafür gab es einen Erfolg. Wusste ich gar nicht. Aber lustig. Nehme ich mit den Erfolg. Und ja, das baue ich hier jetzt natürlich nicht ab. Das ist ja mittlerweile für mich Müll quasi. Mehr brauche ich hier nicht. Das war's schon. Was ich nochmal lustigerweise machen kann, ich kann nochmal versuchen. Aber ich glaube, ich weiß auch gar nicht, vielleicht bin ich auch in die falsche Richtung gesprungen.
Irgendwo war hier, glaube ich, noch eine Insel. Geil, dass das Herz da durchgeschossen ist. Kann aber gut sein, dass es, dass die Insel auch in einer anderen Richtung war. So. Okay. Dann kann ich jetzt hier rausgehen. So. Und werde mich jetzt wieder in die ja, normale Welt, in unsere Heimatwelt so einloggen. So, da bin ich. Bin in meinem Bett und ja, ich habe euch ja gesagt, ich zeige euch jetzt, und das tue ich jetzt auch, was habe ich denn hier eigentlich gemacht? Also ihr seht hier schon, ich habe tatsächlich 3 Geschosse raufgesetzt. Sieht zwar nicht so schick aus jetzt hier mit den gemixten Wänden, aber ich hatte halt keine, nicht mehr Holzwände, und danach habe ich halt Steinwände benutzt, weil ich so viel Stein habe. Ja, ist ja gut, Herzchen. Ach man, jetzt komm mal her hier. Ja, und die wurden auch schon gut bezogen. Warum habe ich das gemacht? Ja, ich habe nämlich stattdessen hier unten alles leer gemacht. Also hier gibt es jetzt logischerweise keine Leute mehr, die hier eingezogen sind, sondern die unteren 3 Geschosse gehören jetzt quasi mir. Abgesehen von meinem Bett, was hier noch so mittendrin steht. Ja, die Geschosse gehören jetzt mir. Und hier eben in der, auf der, die untere Ebene habe ich erstmal freigelassen. Ich weiß auch nicht wieso, es war vielleicht gar nicht so klug. Auf der dritten Ebene habe ich eben alle Sachen zum Craften. Da habe ich jetzt eben zum Beispiel auch dieses komische Teil hier, wo ich alles verstellen kann, wenn ich denn möchte. Möchte ich aber nicht. Und so weiter. Und darunter habe ich die Truhen. Die habe ich so ein bisschen versucht, danach zu ordnen, was Sinn macht. Ja, also ich habe so diese Standard-Holztruhe, habe ich jetzt genommen für die Standardsachen in Anführungsstrichen. Also Spinnennetz, Seil, Sterne, Leuchtstäbe, also alles so viel Crafting-Material auch, was man halt so findet, einfach so, so die ganz billigen Sachen. Da habe ich mal 3 Truhen platziert, ich brauche bisher nur eine. Dann habe ich hier so eine ganz special aussehende Truhe. Ich finde, die hat mich irgendwie so ein bisschen an... Sie sieht so aus, als hätte man die ganzen Tränke über eine Truhe gekippt. Also das ist meine Tränketruhe und da brauche ich auch nur eine, weil so viele, so viel mehr Tränke als die ich jetzt schon habe, gibt es gar nicht. Dann habe ich hier diese, die Eistruhen. Da habe ich einfach mal die Barren und Edelsteine reingepackt. Hier habe ich 2 Truhen gemacht, aber ich brauche auch nur eine. Dann das hier, ich finde die einfach, die sieht einfach aus wie eine Blütentruhe. Diese Sky Chest. Und deswegen sind da eben alle Pflanzenmaterialien drin. Und zusätzlich eben noch so ein paar, also, naja, diese, die Muschel hier ist keine Pflanze. Und auch das Puder ist im Endeffekt Crafting-Material. Auch das hier ist keine Pflanze, glaube ich. Trotzdem bleiben die Sachen hier erstmal drin. Hier auch keine Pflanze. Die passen eigentlich ganz gut zusammen. Dann kommen die goldenen Truhen. Das sind die Truhen, wo ganz links sind meine Waffen drin. In der Mitte sind die Gegenstände drin. Da kommt jetzt auch der Ballon dazu. Ach nee, der Ballon kommt jetzt nicht dazu. Moment. Ach da, ja. Da ist die Wolke in der Flasche. Ich crafte das mal ganz kurz. Hier ist das Teil... Da. So. Wolke in einem Ballon. Rasch. Plus 4% Bewegungstempo. Was habe ich hier? Plus 3% Nahkampftempo. Ja. Gut. Also jetzt habe ich, wie gesagt, hier Nummer 2. Und ich brauche noch Nummer 3. Da brauche ich jetzt den Sandsturm in einer Flasche. Also Sandstorm in a Bottle. Und auch noch so ein rotes Ding, um eben das Ding, also wieder den Sandsturm in einem Ballon zu craften. Und dann kann ich die 3 zusammenfügen zu einem Bundle of Balloons und habe dann quasi den Vierfachsprung. Ja, weil jetzt habe ich halt den Doppelsprung und dann habe ich den Vierfachsprung. Und den fand ich so cool, dass ich mir dachte, das mache ich jetzt. Genau, deswegen habe ich das einfach mal kurz gemacht. Und ganz rechts habe ich Munition.
drin. Ja, achso, ich habe die ganze Zeit vergessen, schnell zu stapeln. Na egal. Und hier in dieser Kiste, diese komische Pflanzenkiste, das war halt die letzte Kiste, die ich noch verfügbar hatte. Deswegen habe ich hier, naja, das letzte, was eben noch fehlt, gemacht. Und zwar alle Sachen, die für meinen Hausbau irgendwie da sind. So, ihr seht schon, wie das Ganze jetzt funktioniert. Ne? Also ich renne quasi einmal komplett durch, klicke überall Rechtsklick, schnell stapeln, Rechtsklick, schnell stapeln und so weiter. Und dann habe ich, wenn alles gut geklappt hat, alles abgelegt. Ja, bis auf vielleicht jetzt natürlich Waffen oder sowas. Ich habe übrigens zwischendurch auch noch ein paar Sachen verkauft, die ich halt einfach nicht mehr brauchte. Also die, ja, die ich zu viel hatte. So, aber bevor wir uns jetzt, beziehungsweise jetzt kümmern wir uns nicht direkt um den dritten, den wir brauchen, hier den Sandsturm, sondern wir machen jetzt das, was ich schon die ganze Zeit gesagt habe, was wir jetzt auch dann machen. Wir kümmern uns jetzt um Hellstone, also Höllenstein. Sind ja immer noch nicht bis ganz nach unten vorgedrungen. Ja, auch mit Grund. Ne? Also wir waren ja, haben halt noch andere Sachen gemacht. Aber jetzt ist auf jeden Fall Zeit. Genau, wir haben noch andere Sachen gemacht. Was für uns wichtig war, war halt dieses das Obsidian-Schild, beziehungsweise das Schild war jetzt nicht so entscheidend, sondern wichtig war, dass wir den Obsidian-Schädel haben, dass wir halt immun sind. Aua. Immun sind gegen Lava. Nee, nicht Lava. Wie heißen die? Nicht Lavasteine? Höllensteine. Dass wir immun sind gegen Höllensteine. Genau, und da, um Gottes Willen. Hat er noch nach unten gedrückt. Was bist du denn? Oh. Gut. Fackeln habe ich nicht mehr so viele. Das ist ja nicht ganz so prickelnd. Huch. Ey, warum kann ich denn hier drauf? Ach so. Okay. Also, wir wollen ganz nach unten. Das Herzchen ist eigentlich ganz cool. Dass wir halt dadurch einfach immer sehen, wo wir sind. Also jetzt hier zum Beispiel können wir einfach hier sehen wir alles. Perfekt. Ich platziere hier trotzdem ein paar Fackeln. So. Ja, super. Da geht's weiter. Schon gefragt, wo habe ich ihn jetzt hier weitergebaut? Oh! Sag mal! Ist das mein Ernst? Was habe ich denn hier getan? Oder bin ich da vielleicht letztes Mal gestorben? Okay. Also hier brauchen wir definitiv erstmal eine Mauer rüber, weil da möchte ich hier nicht reinfallen. Und jetzt können wir uns überlegen, wie wir hier weiter nach unten gehen. Ich denke mal, diese Richtung hier irgendwie etwas besser aus. Ich hoffe nur, dass wir gleich... Ach nee, von oben kann ja noch gar keine Lava kommen. Lava sehen wir ja immer. Was sind denn das für komische neue Geräusche? Ach mein Gott. Ja, ist ja gut. Komm. Mein Gott, das Herz ist aber auch... das ist ein richtiges Haustier. Da muss man sich wirklich drum kümmern. Richtig sehe, dann ist da unten schon das Ende. Ja, perfekt. Dann graben wir uns natürlich jetzt hier durch. Mann, ey. Okay, das kann ich jetzt irgendwie gerade... Ah, mach ich das hier. So, ich wollte die Lava da mal kurz weglassen, dass man da halt nicht reinfällt. Ach, wir haben jetzt gerade gar keine Holzklappen mehr.
brauche ich auf jeden Fall ein paar. So. Okay. Können wir jetzt lang? Hier lang, ne? Okay, einfach ein Stück weiter. Ja, wir sind also noch nicht am Ende. Ja, das kann man auf jeden Fall festhalten. Ein bisschen was haben wir anscheinend noch. Ah, jetzt graben wir uns natürlich genau in die Lava rein. Ah, nee, perfekt. Ich dachte, dass wir schon eigentlich... Ende wären. Das Herz ist echt cool. Also irgendwie ist es auch ein bisschen nervig, weil naja, ich glaube, ich brauche nichts erklären. Wenn man sich mal anguckt, was es gerade tut. Okay, wir graben uns doch direkt rein. Boah, was ist das denn hier für ein Lava-Vorrat, bitte? Zum Henker, ist das denn für ein Geräusch gewesen? Gut, dann müssen wir uns jetzt hier, müssen wir mal ausweichen hier. Denn mit dem, mit der Menge an Lava können wir es nicht aufnehmen. Übrigens verhindert ja dieses Teil den Schaden von Höllenstein, aber den Schaden von Lava verhindert es nicht. Ja, nur falls sich das irgendwer mal gefragt hat. Da unten ist so ein Fliegeviech. Ja, sehr gut. Ja, genau. Ja. Ich erschieße immer dreimal, dann machen sie eine kleine Pause. Ach so, ja, und man kann die Teile einfach zerschlagen. Das heißt, wenn er von da schießt, dann hat er Pech. Entspannt. Ich habe da hat gerade ein bisschen geruckelt, ne? Hat man gemerkt, oder? Weil halt. Ach so, jetzt sind die Feuerblätter mal. Ja, die sind auch ganz nett. Aber eigentlich nicht so gefährlich. Aber alles ist hier irgendwie doch relativ gefährlich, wie ich sehe. Ja, irgendwie ist hier doch. Ah, ich habe einen großen Fehler gemacht. Den muss ich auch gleich mal beheben. Ah ja, Mist. Nämlich habe ich ganz vergessen. Dass ich mich vielleicht auch da spawnen lassen sollte. Sprich, meinen Spawnpunkt verändern. Und ehe ich jetzt hier krepiere, wäre das wahrscheinlich sinnvoll. Okay. Au! Wo hatte ich das Teil nochmal angelegt?
Ach, da ist es ja. Und ich glaube, dass eine Nahkampfwaffe sich für mich deutlich besser eignen würde. Hatte ich hier schon irgendwas reingepackt? Nee. Ach so, kann ich aber mal machen, ne? Naja, schick. So, Spawnpunkt ist gesetzt. Jetzt kann ich mich ins Getümmel stürzen. Was bist du denn? Eine Granitschnecke, habe ich es richtig gelesen? Oh! Mann, ey, du bist viel. Mein Leben ist mittlerweile wieder aufgefüllt, das kann mir auch nicht schaden. Ach ja, der Weg ist aber eigentlich ganz in Ordnung. Also so lange ist er jetzt echt nicht. Bin ja schon da. Jetzt hier runter. Okay. Gut. Also, das hier ist Höllenstein übrigens. Ja, ach ja, richtig. Ganz vergessen, Höllenstein ist das hier jetzt ein. Okay, das macht aber keinen Schaden zum Glück. Ich hatte ganz vergessen, wenn man Höllenstein abbaut, kommt daraus ein halber, wie soll man sagen, ein halbes Glas voll, nee, ein halber, wie nennt sich das denn hier? Also ein halbes Feld. Kommt ein halbes Feld Lava raus. So. Ach so, da geht's noch weiter. Weil das Wichtigste, was man erstmal haben will, sind halt zwei Sachen. Man will einerseits natürlich besagtes. Mein Gott. Ich brauche eine Nahkampfwaffe. Besagten Höllenstein haben natürlich. Andererseits möchte man auch, ich weiß gar nicht, ob das hier. Nein, es war keiner. Man möchte eben die Höllenschmiede haben. Ich bin jetzt gerade nicht sicher, ob die hundertprozentig so heißt, aber. Die Waffe ist gar nicht so schwach. Au! Oh, ich kann nur sagen, Lava macht Schaden. Ich wusste nicht, dass es so viel Schaden ist, was Lava macht. Aber es ist ganz schön viel Schaden. Gut, Höllenstein. Aber wir sind ja zum Glück schnell wieder da. Also Höllenstein, sehr wichtiges Material. Mann, ey, kau doch mal ab. Die Axt ist ganz geil. Ich glaube, ich benutze die Axt öfter. Das andere Ding ist nicht so fett. Die Pickaxe hier, also Spitzhacke. Spitzhacke ist nicht so geil.
Also ich muss es auf jeden Fall vermeiden, mit Lava in Berührung zu kommen. Und hier ist es halt auch besonders wichtig, dass man nicht zurückgestoßen wird. Weil natürlich ein Rückstoß hier wäre fatal. Also das würde einem ziemlich den Tag versauen wahrscheinlich, wenn man ständig drin landet. So, hier, das ist eine Höllenschmiede übrigens. Ja! Geil! Und wir haben gleich noch so eine Shadow Chest gefunden. Okay, so spannende Sachen sind jetzt hier, glaube ich, nicht. Die dunkle Lanze. Wir nehmen das natürlich alles mit. Ich probiere mal ganz kurz, ob die dunkle Lanze cool ist. Erstmal nehmen wir definitiv die Höllenschmiede mit. So. Wow, du bist ja eine lustige Waffe. Aber ich glaube auch nicht das Gelbe vom Ei. Nee, nee, das ist auch nicht das, was ich haben möchte. Was macht denn der eigentlich hier an Schaden? Ach, immerhin, 25. Und der macht halt, der große Vorteil ist halt, dass die Axt, weshalb ich die auch so gut finde. Oh, noch so eine. Ist ja genial. Flammenpeitsche. Ruft einen steuerbaren Feuerball herbei. Die Axt macht halt so eine Wedelattacke, ne? Und das ist halt der große Vorteil, weil sie... Okay, das schadet mir anscheinend nicht. Ja, weil durch diese Wedelei muss ich halt nicht so genau zielen. Und es ist doch relativ schwer, genau zu zielen. Oh oh. Ah ja gut, das ging ja noch, was der Schaden gemacht hat, der Kollege. Ach, was ist das denn hier? Tisch und Stuhl? Tisch und Stuhl möchte ich haben. Was bist du? Du bist eine Standuhr oder sowas, ne? Gut. Dann, jetzt haben wir die erste Sache gemacht. Wir haben die Höllenschmiede. Und jetzt holen wir uns so viel Höllenstein, wie es geht. Beziehungsweise natürlich dann aber schon ein bisschen begrenzter, so viel wie wir brauchen. So, das hier ist natürlich die... Oh, was bist du denn? Das hier ist natürlich mit Abstand die schönste Art, das abzumeinen. Genau. Weil man hier halt total ungefährdet ist. Ja. Funktioniert aber halt auch nicht überall, beziehungsweise funktioniert halt nicht immer, kann man halt nicht immer machen. Aber hier zum Beispiel, wir meinen halt einfach zwei Felder weg von uns. Aber es funktioniert dann halt auch nur so weit. Ja. Das heißt, wir kriegen dann halt immer nur eine relativ kleine Menge. Aber lohnt sich trotzdem. Wie man sieht, hier kommt ja auch ein bisschen was raus. Ich müsste da direkt nochmal schauen, wie viel wir eigentlich insgesamt brauchen. Denn das ist ja dann doch relativ interessant. Okay, ich pack das mal irgendwie hier. Bisschen mehr nebeneinander. Den Hammer brauchen wir jetzt gerade nicht. So, okay. Jetzt habe ich hier... Ja, das Ding macht echt überhaupt keinen Schaden. Also... Okay, ich habe aber wieder 220. Perfekt.
Und ja, an mehr komme ich jetzt gerade leider nicht so ganz ran. Leben, okay. Passt. Und jetzt wird wieder hier geerntet. Willi. Willi, mein Bester. Nehmen wir die Tür hier mit? Ja, nehmen wir mit. Ne? Wir haben nachher so viele Türen, glaube ich, von hier unten. Ist natürlich nicht schlecht eigentlich. So. Okay, hier ist kein Höllenstein mehr dahinter. Hier kommen wir jetzt erstmal nicht ran. Aber den hier können wir mitnehmen. Auch wenn es nicht so viel ist. Ach ja, doch, hier ist noch ein bisschen was, was wir alles auf jeden Fall mitnehmen können. Ja, schade, das ist runtergefallen zum Beispiel. Ja, das haben wir leider nicht bekommen. So, jetzt können wir gleich mal schauen, wie viel wir jetzt schon insgesamt haben. Wir haben jetzt, ja, die Heilsteinziegel können in Müll. Wir haben jetzt 85. 85 ist nicht so schlecht. Wir brauchen natürlich mehr. Versteht sich. Aber 85 ist schon mal nicht so schlecht. Blutmond, okay. Blutmond ist jetzt für mich relativ egal. Ich bin hier in der Unterwelt. Oh, 70 Schaden, um Gottes Willen. So. Ja, also man sollte wahrscheinlich das Ganze irgendwie abfließen lassen. So wie hier. Fangen wir mal hier an zum Beispiel. Ja, jetzt fließt es nämlich da rein. Der Vorteil ist nämlich, es kommt ja aus einem, kommt immer nur ein halbes raus. Ah! Mann, ey, du Mistvieh. Ah, ich hab noch 16 HP. Um Gottes Willen. Viecher sind sowas von stark, ey. Gleich noch einen Heiltrank. 50 Sekunden. Ich glaube, ich nehme mal noch eine Höllenschmiede mit. Man braucht zwar natürlich nur eine insgesamt, aber darum geht es weniger. Nur habe ich ja eventuell verschiedene Positionen, an denen ich gerne eine Höllenschmiede haben möchte. Nein! So, das habe ich auf jeden Fall schon mal mitgenommen. Ehrlicherweise kriegen die Viecher halt keinen Schaden dadurch, wie man jetzt gesehen hat, wenn ich die in die Lava schubse, während ich ein bisschen Schaden kriege. Mann. So, das war der Plan. Jetzt machen wir erstmal hier auf, damit es da abfließen kann. Okay.
muss sagen, dass gerade irgendwie überraschend wenig Gegner hier sind. Also ich war das irgendwie noch so ein bisschen von früher gewohnt, dass hier alles voll ist und egal was man hier macht, man kriegt ständig halt, ist irgendein Gegner da, der einen in irgendeiner Form belästigt. Man hat halt quasi keine Ruhe. Während hier gerade, naja, sind hier halt immer zwei Gegner, aber es ist in einer Kaskade. Aha, okay, interessant. Apropos, ich wollte doch mal die Flammenpeitsche ausprobieren, ne? Ah, auf jeden Fall. Die Flammenpeitsche ist zwar relativ stark, glaube ich, aber verbraucht halt Mana. Fällt mir nicht so. Aber cool, dass wir auf jeden Fall ein paar Sachen hier noch gefunden haben. Ja, toll. So, jetzt muss ich aber mal anfangen. Genau so machen wir das. Das heißt, alles, was wir jetzt hier rausholen, fließt halt einfach direkt hier runter. Keine Probleme für uns. Das wird ja hier hoffentlich auch passieren. Ja. Und hier auch. Mann, ja, ist ja gut jetzt. Ach, du bist viel, ey. Jetzt haben wir langsam ein echtes Problem. Jetzt machen. So, jetzt machen wir es einfach so. Bauen hier alles ab, was da so drum ist. Und wenn mich das Viech haben will, dann ist es blöd. Ja, Kollege, das ist ein Problem, wenn du in die in die freie Wildbahn quasi gehst. Richtig platt. Ach, schade, aber gut. Das ist ein bisschen wenig Schaden, was wir hier machen. Weiter nach links, oder? Ah, wir haben keine Recall Potion mitgenommen. Wiederherstellungstränke haben wir. Macht immun gegen Lava. Oh, nicht schlecht. Aber immun gegen Lava brauchen wir gerade eigentlich gar nicht. Also, naja, sagen wir mal so. Wenn wir es mal brauchen, was durchaus sein kann, dann ist es halt zu spät, ne? Ich glaube, Türen müssen wir nicht mehr craften. Davon haben wir auf jeden Fall genug. Was ist das hier? Ach, ein Piano. Ja, tschüss. Also nicht, dass ich was gegen Piano hätte, aber das brauchen wir jetzt hier nur wirklich gerade nicht im Game. So, eine dritte Höllenschmiede benötigen wir jedenfalls nicht. Wie viel Schaden das Ding einfach macht im Vergleich. Sehr gut.
Richter, Mistvieh. Gut. Ja, wir haben jetzt 172 Höllensteine. Das Ganze wird ja immer, also drei Höllensteinteile werden dann zu einem Höllensteinbarren. Plus Obsidian brauchen wir auch noch. Das ist definitiv noch zu wenig, was wir jetzt haben. Deswegen, aber ich werde jetzt erstmal die Folge hier beenden. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge trotzdem aber noch weiter damit beschäftigen, dass wir noch mehr kriegen. Ich werde dann dazwischen nochmal ganz kurz recherchieren, wie viel wir insgesamt brauchen. Und dann ja, können wir genauso viel sammeln.